Hallo Freunde der Werkstatt, heute ein sehr interessantes Thema. Wir versuchen ganz normale Maschinen, die mit 230 Volt Wechselstrom laufen, ob wir die auch mit Gleichstrom betreiben können, wie zum Beispiel einem Solarpanel oder einer Batterie. Wir werden das heute testen und schauen, die Möglichkeiten, die sich ergeben, was wir damit alles machen können. Ziemlich interessant. Vielleicht habt ihr das Video von mir gesehen. Da habe ich getestet, dass man ganz normale alte Laptop-Netzteile auch mit Gleichstrom betreiben kann. Die kann man also nutzen als Step-Down-Modul. Man gibt einfach am Eingang Gleichstrom drauf. Bei 40, 50 Volt schalten die sich ein und hinten kommt sauber wieder Gleichstrom raus. In diesem Fall jetzt hier 19 Volt. Habe ich euch hier oben eingeblendet. Jetzt machen wir diesen Test weiter und versuchen Wechselstromgeräte mit Kabelanschluss 230 Volt direkt an Gleichstrom zu betreiben. Bevor dass ich da irgendwas aufzeichne und euch die Möglichkeiten zeige, was da entsteht, werden wir die einfach mal schnell einstecken und mal schnell testen, ob das funktioniert. Im Moment haben wir Winter da in der Schweiz. Sieht so aus bei mir. Die Sonne sehe ich einmal im Monat. Also mit Solarpower ist im Moment gar nichts. Aber ich habe da ein Netzteil, das 300 Watt bringt und bis auf 108 Volt hoch kann. Das simuliert uns jetzt eigentlich unser Solarpanel. Oder eben, man könnte das auch mit Batterien in Serie geschaltet machen oder mit einem Step-Up-Modul. Das werde ich euch nachher alles noch schnell zeigen. Ich schließe das mal schnell an. Strom ist gefährlich. Wenn ihr keine Ahnung davon habt, lasst es besser sein. Das ist einfach nur ein Versuch. Ich isoliere das jetzt schnell. Es würde zwar nicht sehr viel passieren, da wir nicht mit sehr viel Strom arbeiten, aber Spannungen über 30, 40, 50 Volt können schon gefährlich werden ab einer gewissen Stromstärke. Es kann auch durchschlagen zwischen Plus und Minus. Aber jetzt in diesem Fall würde da nichts passieren. Gut, wir haben hier eine Stichsäge. Ich gebe da mal Gas und drehe die Spannung hoch. Mal schauen, was passiert. Bei 36 Volt fängt die an zu arbeiten. 22 Watt. Ich drehe mal schnell hoch. Gut, es funktioniert. Wir haben gesehen, ich bin da bei 108 Volt gewesen, hatten ungefähr 100 Watt, die Maschine da gezogen hat. Diese Maschine hat, jetzt muss ich schnell schauen, 800 Watt. 100 Watt konnten wir da rausziehen. Mehr Spannung konnte ich nicht geben, da mein Netzteil da begrenzt ist. Es ist auch begrenzt auf 300 Watt. Der Widerstand hier drin ist auch ziemlich groß, dass wir da gar nicht diese 800 Watt rausziehen können. Nur ganz kurz, was macht das für einen Sinn? Wie können wir das überhaupt nutzen? Hier einfach schnell ein Beispiel, drei Solarpanels mit 40 Volt, 400 Watt in Serie geschaltet. Ergibt hinten 120 Volt, Gleichstrom 1200 Watt. Das ist einfach mal eine Möglichkeit, wie wir so hohe Spannungen erreichen können. Oder zum Beispiel hier, wir haben eine 12 Volt Batterie, die könnte man natürlich auch in Serie anschließen, damit man eine höhere Spannung erhält. Dazwischen schalten wir einen Boost Converter, so etwas hier, kostet etwa 15 Dollar, 1800 Watt. Der macht uns aus diesen 12 Volt hinten vielleicht 90 oder 100 Volt. Können wir direkt eine Bohrmaschine anschließen. Werden wir auch noch testen.
Wir haben gesehen, bei 108 Volt etwa 130 Watt hat die gezogen. Die hat natürlich auch einen sehr großen Widerstand. Das wäre eine 500 Watt Maschine, aber es funktioniert auch. Mich würde interessieren, unsere Kollegen in Amerika zum Beispiel, die haben ja 110 Volt. Wenn ihr mal sowas einsteckt, würde es mich interessieren, wie das aussieht bei euch. Die würde wahrscheinlich Vollgas laufen, denke ich. Ich habe hier eine ganz normale 230 Volt Glühbirne, 40 Watt. Er fängt leicht an zu glimmen. So, bei 80 Volt zieht er nun 8 Watt. 40 Watt kann der. Ich gehe mal weiter hoch. Jetzt bin ich am Maximum, 108 Volt, 12 Watt zieht er nun da raus. Der Widerstand ist riesengroß hier in dieser Glühbirne, weil der sollte ja 40 Watt können. Jetzt, was können wir machen? Ich teste das mal, muss ich schnell überlegen. Wir müssen den Widerstand verkleinern und wie wir ja wissen, wir können, je mehr Widerstände wir parallel schalten, desto kleiner wird der Widerstand. Das probieren wir schnell. Ich habe nun hier vier dieser Glühbirnen, 40 Watt, parallel angeschlossen. Jetzt schauen wir mal, was da passiert, denn jetzt sollte der Widerstand einiges kleiner sein. Das heißt, wir sollten auch mehr Energie draufgeben können. Ich gehe auch gleich wieder aufs Maximum. 108 Volt, jetzt seht ihr, 50 Watt. Ist immer noch ein großer Widerstand, aber ich könnte auch 20 von diesen parallel anschließen. Gut, das funktioniert auch. Ganz normale 220 Volt Glühbirnen. Wir haben jetzt hier eine 50 Watt Heizung gebaut. Wunderbar, könnte man direkt mit einem Solarpanel 10 von diesen parallel angeschlossen. Haben wir eine 300-400 Watt Heizung gebaut. Funktioniert auch. Ohne Ausgaben für einen Wechselrichter, für meine selbstgebaute Powerstation, die ich mir da mal gebaut habe, könnt ihr hier oben sehen, wenn es euch interessiert, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, um diese Werkzeugakkus zu laden. Und da wollte ich eigentlich einen separaten Ladekoffer dafür bauen. Und das eröffnet mir jetzt auch wieder neue Möglichkeiten, da ich weiß, dass ich die auch mit Gleichstrom betreiben kann. Und zwar habe ich ganz viele von diesen Ladegeräten, aber die sind für 230 Volt. Dann habe ich mir in China diese günstigen fürs Auto 12 Volt geholt, jedoch entsprechen die nicht den Sicherheitsvorschriften. Habe ich auch mal einen Test gemacht, blende ich euch auch hier oben ein. Und die Originalladegeräte von Einhell, die man fürs Auto kaufen kann, kosten etwa 60-70 Euro. Und ich brauche 3 davon, das ist mir ein bisschen zu teuer. Versuchen wir das mal mit den Originalladegeräten, die ich sowieso habe. Ich habe es zuerst mit diesem Originalladegerät versucht, hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich bräuchte das eine höhere Spannung. Jetzt testen wir das aber mit diesem. So, bei 80 Volt fängt er an zu blinken hier. Hat er sich eingeschaltet. Jetzt versuchen wir den zu laden. Mal schauen, was passiert. Ich gehe ein bisschen mit der Spannung hoch, vielleicht 90 Volt. 70 Watt gibt er es da drauf, ich gehe noch höher. Jetzt bin ich am Maximum 108 Volt bei 68 Watt. Ihr seht das auch hier, der ist am Laden.
Das funktioniert wunderbar mit Gleichstrom. Ich notiere mir das jetzt schnell. Wir schauen mal schnell, was der Wirkungsgrad überhaupt ist. Ich habe mir das schnell notiert. Bei 108,7 Volt bringt er 68,61 Watt. Geben wir da rein. Jetzt stecken wir das Ganze mal schnell an diesem Powermeter für Wechselstrom ein. Direkt an 230 Volt. Ich hasse diese Kindersicherungen. Jetzt schauen wir mal, was der braucht. Wir haben hier 230 Volt. Es fließt 0,34 Ampere und 78 Watt. 76,6 Watt. Schreibt das mal schnell auf. Also, wir haben gesehen, 108,7 Volt. Gleichstrom macht 68,61. Pumpen wir da rein. Wenn wir es direkt an der Steckdose einstecken, bei Wechselstrom 230 Volt sind das 76,5 Watt. Jetzt rechnen wir schnell den Wirkungsgrad aus. 68 geteilt durch 76,5 haben wir 89,6. Also wenn wir jetzt die Verluste von der Leitung und alles noch wegrechnen, haben wir einen Wirkungsgrad von über 90%. Das ist doch schon ziemlich geil. Fassen wir nun alles zusammen, was wir getestet haben. Wir können hier auf der Eingangsseite Solarpanel verwenden. Eben wie gesagt, ist egal, ob ihr ein 20 Volt habt oder 40 Volt. Entweder schaltet ihr das in Serie, dass ihr eine hohe Spannung hier habt, dann könnt ihr direkt eure Geräte anschließen. Oder über einen Boost-Konverter, der ungefähr 15 Euro kostet. Da könnt ihr mit einem Solarpanel 20 Volt zum Beispiel raufboosten auf 90, 100 Volt. Oder mit einer Batterie im Auto zum Beispiel direkt im Auto einstecken, an der Zigarettendose raufboosten auf 90 oder 100 Volt. Dann könnt ihr direkt hinten alles betreiben, was ihr wollt, was eigentlich für Wechselstrom 220 Volt gedacht ist. Eben wie gesagt, zum Beispiel ein Laptop mit dem Originalnetzteil direkt an 90 Volt angeschlossen, der lädt eine Bohrmaschine, irgendein Gerät, egal was, wie ihr gesehen habt. Ich kann auch meine Powertool-Ladegeräte benutzen, so. Oder man könnte auch ein E-Bike-Akku direkt so benutzen. Natürlich eben wie gesagt mit dem Original-Ladegerät dazwischen, das uns wieder die richtige Spannung macht. Je nachdem, was ihr macht, gehören da zum Teil auch noch Dioden dazwischen, damit euch der Strom von der Batterie nicht zurückfließt. Auch bei Solarpanels müsste man Dioden schalten. Je nachdem, in welcher Konstellation man was macht, gibt es da noch Vorkehrungen, die man machen muss. Ich werde mir demnächst auch einen Generator bauen, der eine hohe Spannung von 120 Volt, auch DC, ausgibt. Das ermöglicht mir auch wieder Möglichkeiten, wie ich meine Geräte direkt betreiben kann, ohne dass ich da Geräte kaufen muss, Wechselrichter, Laderegler und weiß ich was alles. Wenn ich zum Beispiel auch autark unterwegs bin, mit dem Wissen, dass das alles auch so funktioniert, finde ich sehr interessant, vielleicht auch in Ländern, die nicht so viel zur Verfügung haben wie wir, ist es wahrscheinlich einfacher, an eine normale Bohrmaschine ranzukommen, anstatt irgendwie an diese Geräte da mit Akku, die sind ja relativ teuer. Das eröffnet uns sehr viele Möglichkeiten. Ich habe noch andere Sachen getestet, wie Lötkolben. Zum Teil funktioniert das, zum Teil nicht. Dann habe ich Ventilatoren ausprobiert. Das funktioniert meistens nicht wegen den Kondensatoren, die da drin sind. Habt ihr das vielleicht auch schon getestet?
vielleicht findet ihr noch etwas, was super intelligent ist, wo ich gar nicht daran gedacht habe, was man noch probieren könnte. Unterstützt doch gerne meinen Kanal, wenn euch solche Tests gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch. Das hat Spaß gemacht, diese Erkenntnis, wie das alles auch so funktionieren kann. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.